Wusstet ihr eigentlich, dass die Piraten im Gegensatz zu vielen anderen Parteien nicht das Geschlecht ihrer Mitglieder erfassen? Der Grund ist denkbar einfach. Dein Geschlecht geht uns nichts an. Geschlecht und/oder Sexualität dürfen niemandem ein Hindernis sein. Nicht bei der Bildung, nicht in der Karriere und auch nicht bei der Familienplanung. Aus diesem Grund setzen wir uns für eine Gleichberechtigung aller Menschen ein und sagen Ungerechtigkeiten wie dem Gender Pay Gap oder einer Fixierung auf Männer in der pharmazeutischen Forschung den Kampf an. Dem binären Geschlechtersystem und mit ihm verknüpfte Rollenerwartung wollen wir mit Aufklärung begegnen und so mehr Akzeptanz für ein vielfältiges Menschen- und Familienbild schaffen. Wenn wir über Geschlechter reden, ist der Sprung zu Sexualität und Beziehung nicht weit. Auch hier gilt, all diese intimen Aspekte menschlichen Miteinanders gehen nur dich etwas an. In der heutigen Zeit ist das nicht mehr selbstverständlich. Social Networks, Konzerne, aber auch der Staat und seine Behörden versuchen immer wieder, deine Daten abzugreifen. Für uns Piraten ist so etwas ein rotes Tuch. Darum kämpfen wir auf allen politischen Ebenen dafür, dass deine intimsten Chats, Bilder und Videos auch wirklich privat bleiben. Geschlecht und Sexualität werden leider immer noch viel zu häufig tabuisiert und deswegen auf politischer Ebene selten oder ungern behandelt. Dabei gäbe es so viele Baustellen. Das verfassungswidrige Transsexuellengesetz, die Blutspendesituation homo- und bisexueller Männer, um nur zwei Beispiele zu nennen. Bei der kommenden Wahl liegt es deshalb in deiner Hand. Für eine Gleichberechtigung der Geschlechter und für Liberalisierung von Sexualität wähle Piraten.